Ich habe mich an unsere Gespräche erinnert und ich habe mir gesagt, wie wäre es, wenn du Serge einen Vorschlag machst? Ich hoffe, das hat nichts mit unserem Beruf zu tun. Ein bisschen schon. Ich habe keine Lust mehr zu spielen, das ist vorbei. Ich habe seit Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden. Jetzt warte, bis du den Titel des Stückes erfährst. Ich will gar nicht wissen, um welches Stück es geht. Der Menschenfeind. Das ist das Einfachste. Kopf bin ich als Hest, Zahl bist du es. Ich sehe, ich mache mich auch schärfe. Nur und wenn die Freunde sich nun als Lügner zeigen, wenn man mit Kniffen es versucht. Entschuldige bitte. Wie werden sie auch dann noch gelassen schweigen? Und wenn die Freunde sich nun als Lügner... Verdammt, das ist ja die Hölle, das Ding! Wir proben schließlich Molière. Meine Nichte Zoe will Schauspielerin werden. Ein wundervoller Beruf. Aber Zoe möchte Schauspielerin im Pornofilm werden. Sie hat mir wörtlich gesagt, eine Doppelpenetration um 8 Uhr morgens ist nicht einfach. Entschuldigen Sie, aber wissen Sie, Gautier ist ein sehr bekannter Schauspieler in Frankreich. Ich muss sagen, ich mag keine Schauspieler. Ich finde, das sind Narzissten. Wie kommen Sie darauf? Doch, das stimmt schon. Du bist sehr narzisstisch. Oh. Drum lernt man der Zeit sich beugen, ohne Trotz, denn Torheit... Das heißt, drum lerne man in der Perfektion. Drum lerne man der Zeit sich beugen. Tu, was du willst, aber lass mich den Text so sprechen, wie ich ihn empfinde. Spielt man Klassiker, respektiert man die Verse. Basta! Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Scheint Sie zu freuen, dass Sie ihn verletzt haben. Ein bisschen. On était tous seit 5 Tagen spielst du mit mir. Aber das ist vorbei. Du hast doch gar nicht die Absicht, in diesem Stück mitzuspielen. Alles, was dich interessiert, ist das bisschen Macht, das du über Menschen hast.